Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like breeze. Country roads, take me home to the place I belong. Where's the chimney? Mountain my back, take me on country roads. All my memories gather round her, miner's lady and stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. Where's Virginia? Mountain my back, take me on county roads. I hear a voice in the morning as she calls me. Radio reminds me of my own far away. Driving down the roads, I get a feeling that I should have been on yesterday. Yesterday. In the morning hour she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the roads, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, alright. Country roads, take me home to the place I belong. Where's Virginia? Bouncing my back, take me home. Country roads, oh yeah. Country roads, where take me home? Where to the place I belong? Where's Virginia? To my back, take me on county roads. Please take me home. Go county roads. Please take me on my county roads. Please take me on my country roads. Like an angel, you walk like an angel, you talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. Oh, oh. You fooled me with your kisses, you cheated and you schemed. Help, help me, I do see. It's not the way you see. You look like an angel, you walk like an angel, and you talk like an angel, but I get wise. You're the devil in disguise. Oh yeah, you are the devil in disguise. Oh, oh. I thought it, I was helpful, but I was too surprised. Help know me, I didn't see. But it's not the way you see. You look like an angel, you walk like an angel, talk like an angel, but I get wise. You're the devil in disguise. Oh yes, you are devil in disguise. Oh, 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 all right.
you are, devil in disguise. Oh, yes, 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 you are, all right, devil in disguise. Oh, yes, you are, all right now. Troubles on the way. I see the earthquakes and lightning. I see the good time for today. Well, don't go right tonight. Well, it's fine to take your life. There's a battle on the rise. Let's go. The hurricanes blowing. I hear the end is coming soon. I see the earthquakes lightning. I see the good time for today. Well, don't go around tonight. Well, it's fine to take your life. There's a good that's on the right. Oh, and I know. Well, it's fun to take your life when there's a bad one on the rise. Let's go. Well, don't go around tonight. Well, it's fun to take your life. There's a battle on the rise. Well, don't go right tonight, but it's fine to take your life. There's a battle on the rise. Well, don't go right tonight, but it's fine to take your life. There's a battle on the rise. Well, don't go right tonight, but it's fine to take your life. There's a battle. On the rise. Oh yeah. Think of the sin, yeah.
fancy and sing about her. And I need a put it down, hoping I will remember. Is that the man I'm leading around anyhow, yeah? Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Birmingham, the light, the governor. Oh, 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 we all did what we could do. And what a game, that's to bother me, yeah. That's your concerns, sell the truth. Now, how about you? All right. Sweet home Alabama, where the skies are the blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. All right. The shows has got the swampers that been all the biggest on the tube. Love to get me out so much, pick me up but I'm feeling blue. Now how about you? Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming on to you. Oh yeah, sweet home Alabama, where the sky sounds blue. Sweet home coming home to you, all right. Sweet home Alabama, where the sky sounds blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you, all right. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home. Lord, I'm coming home to you. Dankeschön. Life is nothing.
Er hat Dachdecker gelernt, dann wurde er Spengler, dann ist er Friseur geworden. All das hat ihm nicht gereicht, er wollte mehr Geld verdienen. Heute ist er einer der gefragtesten Stars in der Varieté-Szene Deutschland. Ihor, schön, dass du bei uns bist. Die Jugend für die Jugend. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wow, ist das ein schöner Anblick da hinunter. Schön, dass Sie sich so schön gemacht haben für unsere erfolgreiche Jugend aus ganz Österreich, die sich gemessen hat heute Vormittag in zwei wahnsinnig tollen Berufen, aber auch sehr, 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 sehr anspruchsvollen Jobs, die immer in schwindelnder Höhe irgendwo zu Hause sind, die immer der Gefahr ausgesetzt sind und am Schluss soll doch alles perfekt gelöst sein. Diese Berufe haben heute ihren Bundeslehrlingswettbewerb in diesem wunderschönen Haus durchgeführt und Sie wurden als Gäste eingeladen, um mitverfolgen zu können, wer ist denn der Champion in Österreich? Wir werden Ihnen das heute Abend ordentlichst präsentieren. Sie werden viel Freude haben, jetzt hatten Sie schon einmal eine Vorspeise und wenn die Menschen ein bisschen was gegessen haben, dann sind sie meistens zufrieden, sitzen da und vergessen nicht zu applaudieren. Wenn dann, das habe ich jetzt gar nicht für mich gesagt, sondern wenn dann die großen Leistungen auch tatsächlich gemacht werden. Meine Damen und Herren, wir haben einen Mann, der die ganze Geschichte vorbereitet hat, akribisch, ein unheimlich lässiger Wälder, wenn ich das jetzt in der Vorarlberger Mundart auch sagen darf, der einfach eine neue Note in solche Veranstaltungen bringen wollte, den bitte ich jetzt herzlichst auf die Bühne, Roman Moosbrugger. Du kriegst jetzt einen Riesenapplaus, den wünsche ich dir auch, weil was da heute abgelaufen ist, das war perfekt. Roman, du kommst einfach bitte auf meine linke Seite, weil wir wollen heute gar keine langen Reden. Wir haben bei uns, und das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich ihn zuerst auf die Bühne geholt habe, Ladies First, aber die für Bildung zuständige Landesrätin gibt uns heute die Ehre. Herzlich willkommen und bitte auch zu uns, Frau Landesrätin Bernadette Mendl ist da. Schön. Dann gibt es bei der Vorarlberger Wirtschaftskammer einen Mann, der unheimlich stolz ist auf seine Abteilungen, vor allem auch auf seine Jugend. Er ist bei vielen, vielen, grüß Gott, hallo, herzlich willkommen. Er ist bei vielen, vielen Veranstaltungen mit dabei und gibt auch dieser Jugend, wo immer er kann, die Ehre. Der designierte neue Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Dr. Christoph Jenny. Und last but not least gibt es einen Mann, der sich für die Schüler in Vorarlberg sehr einsetzt, für die, die dann hinaus müssen, die dann auch zwei und zwei zusammenzählen können sollten. Der Mann ist einfach für diese Kinder, für diese Jugendlichen so zuständig, der hat einen Witz und der weiß, was diese Jugend braucht. Und er ist der Landesschulinspektor Winsauer Franz Josef. Schön, dass du da bist. So, jetzt brauchen wir ein Mikrofon. Das hat die Technik in diesem Hause auch schon vorbereitet. Und jetzt mache ich einfach einen Vorschlag. Ihr habt alle eine lange Rede vorbereitet. Das wollen wir in Vorarlberg nicht. Wir werden, schau, rot zu rot. Wie sieht das wieder in diesem Haus? Aber das ist Kowalwerbung heute. Nein, machen wir was ganz anderes. Wir wollen ganz, ganz kurz keine Reden halten, sondern ich gebe euch ein paar Stichwörter. Und ihr habt maximal 45 Sekunden pro Frage. Ich fange jetzt aber mit dir an, weil du der Organisator bist. Das erste Wort heißt einfach, grüß Gott. Grüß Gott, alle miteinander. Mich freut es wahnsinnig, dass so zahlreiche Lehrlinge, Teilnehmer nach Vorarlberg gekommen sind, um sich einfach mit anderen zu messen aus Österreich. Ihr seid der Mittelpunkt, ihr seid die Zukunft und ich bedanke mich bei euch fürs Kommen und allen anderen Gästen natürlich auch danke, dass ihr da seid. Wunderbar. Jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir jetzt bei jeder Antwort applaudieren, dann ist das Fleisch kalt. Wenn es euch besonders gut gefällt, applaudiert und sonst immer, wenn die Runde fertig ist. Okay, fertig. Fertig. Gut, gut. Grüß Gott. Ja, ich darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Mich freut, dass aus allen Bundesländern so viele gekommen sind zu diesem Bundeswettbewerb. Und Kompliment an
den Organisator und sein Team, allen voran den Innungsmeister Roman Moosbrugger. Moosbrugger. Okay, gut. Ich muss noch eine kleine Korrektur anbringen. Tirol hat keine Dachdecker. In Burgenland sind die Ungarn noch nicht gekommen. Und dann haben wir auch noch das dritte Land. Eben, da fehlen die Spengler auch. Ja. Und das dritte Bundesland, das nicht dabei ist, Tirol, Burgenland und Wien. Wien. Ja, ja, da ist auch nie ein Dach kaputt. Gut, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Jetzt, bitteschön. Grüß Gott. Ja, auch ich darf mich im Namen der Wirtschaftskammer Vorarlberg den Grüßen anschließen. Besonders begrüßen dürfen wir unsere Gäste aus den anderen Bundesländern. Es würde uns freuen, wenn Sie eine schöne Zeit in unserem Bundesland erlebt haben, viele tolle Eindrücke mit nach Hause nehmen und wir Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben. Ich möchte es aber auch nutzen, mich zu bedanken bei dem Organisationsteam, das schon sehr lange Zeit in der Vorbereitung dieser Wettbewerbe behaftet ist. Ich denke, Sie haben es geschafft, nicht nur Rahmenbedingungen für einen tollen Wettkampf zu schaffen, sondern auch diesen Abend sehr unterhaltsam, stimmungsvoll und eindrucksvoll zu gestalten. Und ich denke, das verdient jetzt aber wirklich einen tollen Applaus. Dankeschön. Jetzt der Schulmann. Ja, zum vierten Mal, grüß Gott. Wir haben es geschafft, alles unter einem Dach, endlich. Dieser Dank sozusagen gehört euch allen. Es ist so, dass 2 und 2 schon 4 ist, aber ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, weil die Spengler werden bei uns beschult. Und ein starkes Lob auch an die Salzburger Berufsschule, die die Vorarlberger beschult und auch überhaupt den ganzen Lehrern bzw. Begleitern und Lehrlingen, die es geschafft haben, gemeinsam mit ihren Ausbildern hierher zu kommen, um sozusagen wirklich das Beste zu geben. Vielen Dank an Roman Moosbrugger und natürlich auch dem ganzen Team. Ja, grüß Gott in Vorarlberg. Schön, gut, okay, du kannst gleich weitermachen. Nächstes Stichwort, Beruf Dachdecker und Spengler. Deine Einschätzung. Meine Einschätzung? Ja, wenn es keine Dachdecker und keine Spengler gäbe, hätten wir keinen Dächer. Da muss ich nicht weitererzählen. Wir sind froh, dass es euch gibt und viel Zukunft der Jungen, wirklich dem jungen Team und wirklich alles Gute für die Zukunft, Klopf auf Dach und wie gesagt, die Dachdecker lernen wie die Zimmerer fliegen und ich glaube, das habt ihr verdient. Einen tollen Applaus. Danke. Ja. Bitte. Zwei ganz besondere Berufe, zwei Berufe mit einer schon sehr langen Tradition, aber gleichzeitig auch mit einer sehr großen Zukunft. Zwei Berufe, die sich auch in der Digitalisierung nicht wirklich verändern werden. Wunderbar. Dachdecker. Ja, ich habe großen Respekt vor den Handwerkern, den Dachdeckern und den Spenglern. Sie sind ganz wichtig für die Wirtschaft, was wir brauchen, viel Nachwuchs natürlich, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrlinge. Und darum freut es mich, dass der Bundeswettbewerb heuer hier in Vorarlberg stattfindet. Dankeschön. Bitte. Innovativ, gefährlich, herausfordernd und für mich gilt immer ein Spruch, nur ein Dachdeckermeister, beziehungsweise nur ein Dachdecker kann als Meister vom Himmel fallen. Okay, schön. Aber lass mal den Spengler wenigstens da oben, gell? Wenn es schon soweit ist. Aber du darfst weitermachen, Lehre als Chance. Lehre als Chance, da steckt eigentlich schon im Satz drinnen. Ich denke, wichtig ist für die Jungen, dass sie wissen, wenn sie eine Lehre machen, dann haben sie eine Zukunft. Sie werden gebraucht, es wird sicher in den nächsten Jahren die Digitalisierung eine Herausforderung sein, auch in unseren Berufen, wobei wir natürlich der besten gerüstet sind. In den Schulen werden wir gut darauf eingestimmt. Es gibt da sehr viele innovative Geschichten auch in unserem Beruf. Und die Möglichkeiten, die mit einer abgeschlossenen Lehre gemacht werden kann, ist nicht zu unterschätzen. Ich denke hier an Berufsmatura und alles und das ist unsere Zukunft und ich freue mich, dass so viele da sind. Freuen wir uns alle. Lehre als Chance. Die Lehre ist ein Erfolgsmodell, es ist die Visitenkarte. Mich freut, dass in Vorarlberg über 50% der Jugendlichen sich für eine qualifizierte Lehre auch entscheiden.
Wir investieren auch kräftig vom Land in die 8 Berufsschulen, die wir hier haben. Ein Dank auch an die vielen Lehrpersonen an dieser Stelle. 40 Millionen, dass sie modernst auch ausgestattet sind. Und sie zeigen immer ihre Leistungen bei landesweiten Wettbewerben und wie heute beim Bundeswettbewerb. Vielen Dank. Gehen wir es gerade noch weiter. Lehre als Chance. Lehre ist die Chance. Wenn ich bedenke, hört man mich? Ja. Ihr seht es ja selber, der, wo fort aufgetreten ist, aus Deutschland. Lehre als Dachdecker, Lehre als Friseur. Ja, und jetzt, das Gleiche ist natürlich mit euch. Ihr seid heute in dieser Werkstattbühne die Fanmeile, die unseren Jugendlichen heute gratuliert. Und ich glaube, sozusagen die Lehre als wirklich große Fachkräftechance ist Zukunft. Und ich bin überzeugt, dass Österreich nicht nur hier am Standort, sondern außerhalb Europas, außerhalb natürlich Österreichs, immer wieder große Prämierungen mit nach Hause nimmt. Also die Zukunft gehört auch weiterhin dem Dach und dem Spengler. Danke. Die Weltmeister sitzen da unten, du hast recht. Schlusswort bitte. Ja, ihr habt mit der Teilnahme beim Bundeslehrlingswettbewerb etwas geschafft, auf das ihr wirklich stolz sein dürft. Ihr habt nicht nur gezeigt, dass ihr zu den besten Nachwuchsfachkräften in eurer Branche zählt, ihr habt vor allem zwei Eigenschaften unter Beweis gestellt, die euch im weiteren Leben noch sehr nützlich sein werden, nämlich einmal die Begeisterung für das, was ihr tut, und dann aber auch eine Riesenmotivation, wie ihr das macht. Und ich wünsche euch, dass ihr euch diese Eigenschaften noch lange bewahrt, dann könnt ihr beruflich und privat noch ganz viel erreichen. Wir gratulieren euch für eure Leistungen im Rahmen des Bundeslehrlingsleistungswettbewerbs und wünschen euch alles, alles Gute. Meine Damen und Herren, alle haben die 45 Sekunden eingehalten. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön und einen schönen Abend. Danke. So, viel mehr wird heute nicht mehr geredet, außer die Jugend kommt dann zu Wort. Allerdings habe ich jetzt einen musikalischen Menschen noch vorzustellen. Sie haben schon des Öfteren applaudiert, Sie haben diese Stimme wohlwollend entgegengenommen und auch sein virtuoses Gitarrenspiel. Er ist einer der profiliertesten Musiker Vorarlbergs und er begeistert die Jugend, wo immer er unterwegs ist und nicht nur diese. Noch einmal und jetzt die nächste halbe Stunde werden Sie die Hauptspeise bekommen. Meine Damen und Herren, The Voice of Ländle, hier ist Wolfgang Frank. Sunshine, cause I don't know where, but I'm stuck in for some reason. Keeps me dragging along. When I hear the train rolling down to Sacramento, when I was just sleeping, my mom told me, son, always be a good boy and never play with guns. But I shut the man freedom to watch him die. When I hear the whistle blowing, I in my head today cry. All right. Car. They're probably drinking whiskey and smoking big cigar. But I don't know how no coming where your leg can't be free. Well, I'll speak on over a man that once tortures me. Alright.
well is thrown around a band. And I haven't seen the sunshine, cause I don't know where by that's the fool's prison that keeps me dragging on. When I hear the train rolling down to San Antonio, oh yeah, come on. Well, that's wrong, wrong to bounce. And I don't see no sunshine, cause I don't around. But I stuck in for some prison that keeps me dragging home. Well, I hear the train rolling down to San Antonio. Oh, 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 is a joy, cool wind in my hair, warm smell of coolies rising up through the air. Up ahead in the distance, saw a shimmering light. Had to go heavy, I'm a sad good damn. Had it stuck for the night. There she stood in the doorway, heard a mission bell. To myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. Never was a stone to call me door, but I heard them say, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely. Up at the Hotel California, what a nice surprise, bring you alibis. Her mind seemed to twist it, she's got a Mercedes Benz, she's got a lot of pretty, pretty boys, she calls her friends, at the dance in the courtyard, where the sweet summer sweat. Some that's to remember, some that's to forget. So I got up the captain, please bring me my wife. She said, you haven't had the spirit since 1969. And still those waters are calling from far away. Wake you up in the middle of the night, but I hear them say, wake up to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California, well, what a nice surprise, bring you out of bed. Mirrors on the ceiling, we drink pink champagne and ice. And she said, we're all just prisoners here over our own device. And the massive chambers
gather for the feast. The Sabbath where the steady knives, but I just can't kill the beast. Now thing I remember, I was running for the door. Had to find a passage back to the place I was before. Relaxing nightmare, we are programmed to receive. Every time you cannot say, but you cannot believe, yeah. Out to the Hotel California. Ooh, such a lovely place. Such a lovely face. Brand new rose at the Hotel California. Well, what a nice surprise. Bring you out of bags, yeah. California, where's such a love place, such a loud face. Down your roads out of your tail, California. Where, what a nice surprise. Bring your alibis. David played in a piece of words, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, and a major lift, and a powder key composing, hallelujah, hallelujah. 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 Your faith was strong, but in need of proof. Saw her standing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew. She tied you to the kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Thank you.
again. Hallelujah. 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 Oh, yeah. I heard there was a secret chord that David played down to please the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, and a major lift, and a valley kick, composing. Hallelujah! 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 I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed we're dancing good nights. And I think to myself, what a wonderful world. Well, the colors of a rainbow look so pretty in the sky, and also are the faces and the people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, really say I love you. Oh, I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. Of a rainbow looks so pretty in the sky, and also are the faces and the people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, they're really saying I love you. Oh, I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Der letzte Sommer war sehr schön.
bin in irgendeiner Bucht gelebt. Jetzt und ihr fährt auf der Hals. Jetzt ist Wasser und nichts ist los. Irgendwo in Grünland, jene Menge weißer Sand, auf meinem Rücken nur der Hans. Noch zwei, drei Wochen hab ich's gespielt. Ich hab das Lebensgefühl dort inhaliert. Die Gedanken dran sich um. Was aus wichtig war, ist jetzt ganz dumm. Du sitzt bei am Olivenbaum und du spielst mit einem Stamm. Es ist so anders als da. Und irgendwann bleib ich da durch, soll's liegen und stehen. Gib Raum für immer Fuß. Darauf gib ich dir mal Wort, wie wir auch noch vergehen. Irgendwann bleib ich da durch. In unserer Hektomatik wird's. Rat sie alles so um Macht und Götz. Pflanzen steig mal auf, die sowieso schau ich nicht auf. Und irgendwann frag ich mich warum, und ich steh so dumm. Und irgendwann bleib ich dann dort. Und irgendwann bleib ich dann dort. Da soll's liegen und stehen, gib Raum für immer Furz. Darauf gib ich dir mal Wort, wie wir auch noch vergehen. Irgendwann bleib wieder zu uns. Irgendwann bleib ich dann tot, soll's liegen und stehen, über der Hand für immer Furz. Darauf gib ich dir mal Wort, wie wir auch noch vergehen. Irgendwann bleib ich dann tot. Aber noch ist nicht so weit. Ja, was zu tun befiehlt die Einigkeit. Doch bevor der Herz in Form wie mit 40 in die Windeln prockt, lieg ich schon irgendwo am Strand, Hodel Rotwein in der Hand und steck die Fiers in weißen Sand. Und irgendwann bleib ich dann durch, da soll's liegen und stehen, gib mir der Hand für immer Fuß. Darauf gib ich dir mal Wort, wie wir auch noch vergehen, irgendwann bleib ich dann durch. Und irgendwann bleib ich da tot, soll's liegen und stehen, gib mir Haar für immer Furt. Darauf gib ich dir mal Wort, wie wir auch noch vergehen. Irgendwann bleib ich da tot. Face, now I'm a believer, not a prayer.
out of my mind. I'm in love. I'm a believer. I could leave her if I tried. Out to get me, that's the way it seems. This fine hounding on my dreams and some the things. No, I'm a believer, not in dreams, but out in my mind. I'm in love, cause I'm a believer, not in dreams, but out in my mind. I'm in love, I'm a believer, I can leave. If I try, then I saw her face. Now I'm a believer. Nothing drinks will out in my mind. I'm in love. I'm a believer. Nothing trailed out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I could leave her if I try. Cause I'm a believer. Yeah. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der helle Schein. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie vom Fernweg lang. Manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal nimmt man, wo man lieber geht. Manchmal hasst man das, was man so liebt, oh yeah. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein.
Dankeschön. Well, I feel good, and you doubt a word now. I feel good, and you doubt a word now. So good, so good, I go to you. I feel nice, and sugar and spice. I feel nice, and sugar and spice. So nice. So nice, I got a you. Well, I hold you in my arms. Love can't do no wrong now. And I hold you in my arms. And my love can't do me no harm. I feel nice, sugar and spice. I feel nice, sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Oh, I feel good, and you doubt a word now. I feel good, and you doubt a word now. So good, so good, I got you. I feel good, and you doubt a word now. I feel good, and you doubt a word now. Oh, so good, so good, I got you. Just as long, won't you stay by me? Well, darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, walk, stand now. Stand by me, stand by me. All right. To crumble to the sea. I wanna cry, I wanna cry. Oh, I wanna shed tears. Oh, just as long, won't you stand by me? Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, walk, stand now. Stand by me, stand by me, stand by me. All right.
the moon is the only light we'll see. I won't cry, no, I won't shed a tears, oh, just as long. Won't you stay by me? Well, darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Yeah, oh, oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Heart of mine, I keep my eyes wide open all the times. I keep the end up for the tidy vines. Cause you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself when easy through. Inside of me, that I fool for you. Because you're mine, I walk the line. I give a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the end up for the tide binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to go through. I find myself well easy through. Inside I'm it, then I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line, yeah. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends up for the tight binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself well easy through. Inside of me, that I am fool for you. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
walk the line. Dankeschön. Liebe Gäste, jetzt hätte ich eine wahnsinnige Bitte. Sie brauchen ganz dringend Bewegung nach diesem hervorragenden Essen. Würden Sie jetzt einmal Ihre Hände hochhalten und dann ganz einfach in einem Rhythmus klatschen. Zack, 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 zack. Wunderbar. So, Wolfgang Frank macht das gleich mit. Und da kommt jetzt die Mannschaft, die für Sie gekocht hat. Auch viele junge Menschen, die für Sie heute Abend da sind. Koch, bleib stehen, ganz kurz. Zack, 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 zack. So, du musst die Hände aus dem Sack nehmen, sonst weiß man nicht, dass du der Koch bist. Gut, und jetzt kriegt ihr den gebührenden Applaus. Die Küche war hervorragend und die Service ist toll in diesem Haus. Events Catering. Okay, seht ihr? Andere brauchen eine Marschmusik, da bei uns ist das Publikum, das den Rhythmus vorgibt. Vielen herzlichen Dank. Wolfgang, ich habe jetzt gesehen, du bist einfach allein auf der Bühne. Ich würde dir gerne ein Schlagzeug, einen Gitarristen, einen Bassisten dazu komponieren. Warte mal, ich habe da drei junge Menschen, die das, glaube ich, recht gut können. Würdet ihr mal kurz auf die Bühne kommen und ein bisschen Musik machen? Ja, die wollen nicht ganz so recht, oder? Wie ist das jetzt? Müssen die Mikrofone auf sein, gell? Sollte man Musik? Müssen wir sie holen? Okay. Yeah! Ach so. Seid ihr noch nicht so weit? Ihr müsst jetzt ein bisschen, drei Musiker kämen auf die Bühne, wenn ihr wollt. Ah ja, also. Jetzt sind wir doch so weit. Ja, 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 ja. Ah ja, da kommt er. Dum, 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 dum. Check this out.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. One, two, three, come on. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All girls all over the world. Original Matt Stuntman von your Kiss, man. I love all girls, I move them body. And when you move your body, when I move it nice and sweet and sexy. Alright! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move in the court. I don't need to move it. But you're not good, buddy. You want me more than woman in the court. I don't need to move it. But you're not good, buddy. I don't need to make up. It's in a club, buddy. You want me to pay more than a card? I don't need to make up. It's in a club, buddy. You want me to pay more than a eyeliner? I never said my mother, no powder. I never said my mother, my game. I never said my mother, on the lipstick. I never said my mother, nice first face, on the nice lips. Make bomb let down, was a bam lips. Woman, then I said, then I said, make somebody else, and make that Nick Mon. I like to move and move it. I like to move and move it. Also Sie können den Applaus jetzt noch ein bisschen größer hinter die Bühne schicken. 3DCLS. Ja, die Jugend sagt, das war. Schön. Meine Mutter hätte gesagt, was tun die auf der Bühne. Aber das ist eben die Generation, eine völlig neue. Die Jugend hat verstanden und ich möchte euch diesen Jugendlichen mitgeben. Ihr könnt das beste Handwerk abliefern, aber ihr müsst auch Geschäftsleute werden. Ihr müsst euch ausdrücken können und ihr müsst viele Varianten der Sprache lernen, damit man in Österreich auch als Meister überhaupt noch über die Runden kommt. Der Staat nimmt euch sonst gar alles weg. Ja, und da können Sie jetzt in 694 TV-Duellen versprechen und versprechen und versprechen. Die Oberen werden es wieder richten. Aber ich habe jetzt was ganz anderes hinter mir. Wird ein Insert gleich kommen. Vielen herzlichen Dank den Sponsoren. Ohne diese vielen, vielen, vielen Sponsoren in jeder Größe könnte man so eine Veranstaltung gar nicht mehr durchführen. Wer soll es dann alles zahlen? Und wir wollten heute in Vorarlberg, heuer in Vorarlberg zeigen, dass diese Jugend es verdient, eine ordentliche Schlussveranstaltung zu bekommen. Deshalb auch im Festspielhaus und deshalb auch in einem so edlen Rahmen. Das war eine Bedingung, die Roman sich einfach ausgedacht hat und die er gestellt hat. Und wir machen das auch so gut. Aber die Sponsoren haben da einiges mitgeholfen. Zwei davon würde ich jetzt gerne auf die Bühne bieten und Sie mal fragen, warum Sie das machen. Und das ist Herr Marius Ammann von Dachmarke und Herr Michael Feusel von Eternit. Seid so lieb, kommt einmal kurz.
bitteschön, jetzt bist du der Vorarlberger und das ist der Ausländer. Dann sind wir sehr nobel. Und Clown hat eine rote Nase. Ja, ja, nein, das ist der Clown. Nein, lass nur du, sonst funktioniert es nicht mehr. Wir machen auch jetzt da keine Wahlwerbung, wirklich nicht. Aber du bist wer, woher, mit von welcher Firma? Erklär kurz. Zuerst möchte ich mal, wir haben ja diese Bundeslehrlingswettbewerbe, eine gibt es ja jedes Jahr, nur diese Inszenierung am Anfang, die Künstler, also ich habe Gänsehaut gehabt, und dass wir die Modelle im Hintergrund haben, dass wir beim Reingehen sehen, was die Lehrlinge machen. Diese Inszenierung ist einmalig und danke an die Landesinnung Vorarlberg, an den Roman Moosbrucker, der sich das ausgedacht hat. Grandios, ich bin komplett überwältigt. Danke nochmal. Gut, das war super. Warte ein bisschen. Ich stelle dir die gleiche Frage noch einmal, dann darfst du auch Danke sagen, wenn du möchtest. Also, schönen Abend miteinander. Ich bin jetzt nicht so überwältigt wie mein Kollege, weil ich bin von den Vorarlbergern nichts anderes gewohnt, wie eine super Qualität abzuliefern. Okay. Aber wie man heute gesehen hat beim Wettbewerb auch, ich sag mal pauschal, über alle Bundesländer wurden und über beide Fachverbände, Bespeng und Dachdecker, wurden sehr gute Arbeiten abgeliefert. Also, der Vorarlberger sehr bescheiden, wie das halt den Vorarlbergern so angetan ist. Du weißt eh, in Wien werden die Gesetze geschrieben, in Salzburg gelesen, in Vorarlberg ausgeführt. Du bist jetzt woher? Jetzt erzähl doch einmal und von welcher Firma? Firma Eternit, Vöcklerbruck, Oberösterreich. Wobei wir sind ja mit dem, danke, wir sind ja mit der Dachdeckerschaft Österreich seit 123 Jahren auf Gedeih und Verderb verbunden. Und darum ist natürlich ein Bundeslehrlingswettbewerb, aber auch die Landeslehrlingswettbewerbe sehr wichtig und dort sind wir vertreten. Wunderbar. Warum bist du heute da? Uns liegt grundsätzlich Dach am Herzen. Für uns ist wichtig ein gutes Dach. Wir kommen ja vom Flachdach, sprich da muss ein Dach dicht sein. Und da natürlich ist die Ausführung ganz wichtig. Und dass wir auch in Zukunft noch dichte Dächer haben können, sind die Lehrlinge natürlich umso wichtiger. Du bist jetzt von dieser Werbung da, Menschen vom Dach, für Menschen wahrscheinlich. Euch liegt es auch daran, dass der das Dach bekommt, zufrieden ist, aber auch der es macht. Genau. Primär soll der zufrieden sein, das Dach bekommt. Das soll sein Haben gut geschützt haben. Umso wichtiger ist uns aber auch, dass alle, die am Dach sind, gut zusammenarbeiten und im Prinzip gemeinsam erfolgreich nach oben kommen. Okay, dann sag mir jetzt noch, warum ihr Sponsor seid. Was liegt euch daran, jetzt ein bisschen Geld damit zu investieren? Grundsätzlich, die Wettbewerbe sind gut. Die Jugend bekommt einen Ansporn, etwas zu machen, etwas zu leisten. Kann sich über ganz Österreich hin, beziehungsweise dann in weiterer Folge auch europaweit, beziehungsweise weltweit mit Kollegen aus den Berufsgruppen messen und kann damit schauen, wo sie stehen, und im Prinzip ist das einfach auch eine Möglichkeit, um die Qualität in der Arbeit generell nach oben zu bringen. Und für uns ist es wichtig, Qualität auch in Zukunft zu haben. Super, das hätte man nicht schöner sagen können. Ich bin fasziniert, ich habe keine Frage dazwischen gestellt. Das tue ich sonst immer. Jetzt bin ich gespannt, was du als Schlusswort sagst. Warum seid ihr als Sponsor mit dabei? Eternit. Uns ist der Lehrling, der Mitarbeiter in den Betrieben immer wichtig. Wir haben in Vöcklerbruck eigene Dachdeckerakademie, wo wir viele Leute ausbilden, wo die Facharbeiter zu uns kommen und dort Eternitdecken zu erlernen. Und das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, weil Eternitplatten sind Zementplatten. Sie sind nur so gut, wie sie der Dachdecker, der Lehrling, der Geselle, der Dachdeckermeister anarbeitet. Und somit, wenn wir nicht super Lehrling haben, die Grundlage sind für die Zukunft, können auch Eternit nicht überleben. Das heißt, die Lehrlinge, die Facharbeiter sind auch die Zukunft von Eternit und natürlich investieren wir dort fleißig rein. Man hätte es nicht schöner sagen können. Allen Sponsoren noch einmal Dankeschön und euch weiterhin einen schönen Abend. Danke, danke. Danke. Wir haben
ganz am Anfang einen kurzen Clip gesehen von den Vorarlberger Dachdeckern. Und der Roman hat es auch in seinen Ausführungen gesagt. In diesem Beruf muss man innovativ sein und er ist auch nicht ganz ungefährlich. Ich habe diesen drei Künstlern, die heute schon einmal an der Stange da waren, jetzt als Wordrapper, die Aufgabe gegeben, diese Berufe ein bisschen umzusetzen. Und einer hat gemeint, er zeigt jetzt einmal, wie es ist, wenn man am Dach hängt und wie beweglich man dann sein muss, dass man auch wieder nach unten kommt. Freuen Sie sich auf eine Strapatennummer von Rosti. Viel Spaß. Thank you.
Ja, jetzt müsste wieder das Licht kommen. Gut. Also, komm, bleib noch ein bisschen da. Du kriegst den Gebührenapplaus für die Umsetzung. Für die Umsetzung der Aufgabe, die ich ihm im Vorfeld gestellt habe. Ich habe mit den Burschen am Telefon gesprochen und gesagt, dass die Berufe kommen vor. Denkt euch was aus, was in etwa dahin kommt. Während ihr alle noch eine Leiter aufstellt, um aufs Haus zu kommen, würde er sich jetzt an seinen zwei Strapaten hochhandeln. Aber es ist nicht ganz ungefährlich, diese Nummer auch aufzubauen. Ich glaube, er hat es toll gemacht. Jetzt sind wir am Höhepunkt angelangt. Wir können Künstler einkaufen aus der ganzen Welt, das können andere auch. Aber diese Jugend ins rechte Licht zu stellen, das können nicht alle. Und das ist das, was wir jetzt tun wollen als Hauptpunkt des heutigen Abends, die berühmte Siegerehrung. Bevor wir dann aber die Jugend jetzt auf die Bühne holen, und zwar alle, die mitgewirkt haben, werden wir die Jury fragen, was sie denn heute bewegt hat, hier den ersten, den zweiten und den dritten Platz zu vergeben und wie überhaupt die ganze Show abgelaufen ist am Vormittag, die Arbeitsshow. Und dazu bitte ich den Bundeslehrlingswart Strasser Willi auf die Bühne, den alle auch schon kennen. Ein Mann, der sich einsetzt für die Jugend seit vielen Jahren. Der Willi stellt sich jetzt da in die Mitte, bitte, und dann auf der rechten Seite dazu kommt der Juryvorsitzende der Spengler, der Anton Matles, ein Ursteirer. Aber das hätte ich gar nicht sagen müssen, das hätte man gehört. Und auf die linke Seite vom Willi stellen sich drei Weltmeister der letzten Jahre im Gewerbe der Dachdecker. So, bitte eins, die anderen zwei und dann holen wir ein Mikrofon. Was magst du denn, gelb oder rot? Wo sind die drei Weltmeister? Ja, hallo. Was magst du, gelb oder rot? Ich brauche eins. Ja, du musst dann auch was sagen. So, ihr kommt da auf die Seite bitte. Du beginnst kurz, du hast zwei Sätze bitte. Wie war die Veranstaltung heute Vormittag aus deiner Sicht, Bundeslehrlingswart? Ich muss einmal dazu sagen, ich glaube, wir haben noch nie in so einem Rahmen das veranstalten können. War toll. Danke an die Vorarlberger und das andere, die Teilnehmer waren perfekt. Viel mehr kann man nicht sagen dazu. Das in einem Satz geschafft, ohne Beistrich. Bist du narrisch. Würdest du das Mikrofon einmal da? Achso, er hat ein eigenes, gut. Steirerbur. Du bist zuständig gewesen jetzt in der Jury für die Spengler. Wie war diese Arbeit insgesamt? Es waren 16, die teilgenommen haben, hätten 17 sein sollen. Eine Dame ist krank geworden. Wie war für dich jetzt das Leistungsaufkommen? Es war sehr gut. Ja, halt's einfach hin so. Gut. Bist du nervös? Ja, schon eigentlich. Ich mache das zum ersten Mal. Kann jemand ein kleines Bier bringen? Oder willst du einen steirischen Wein? War nicht schlecht, ja. Eben, ein Schiecher. Er kommt ja, glaube ich, aus dem Süden. Gell? Ja. Hoz. Ja. Okay, na, wir verstehen dich schon. Red einfach so, wie der Schnabel gewachsen ist. Das Leistungsverhältnis war sehr gut, ja. Ich muss sagen, dass die Buben alle miteinander von ganz Österreich das Niveau sehr hoch gesetzt haben und ich hoffe, dass es auch für die Zukunft so weitergeht. Sie brauchen keine Übersetzung? Nein. Ich habe gesagt, er kann reden, wie er will. Wir werden irgendwie dann das Ergebnis an Sie weitergeben können. Das Verhöten ist aber schon gut gefallen. Das klingt gut. Also, ein unheimlich sympathischer Mann. Drei Weltmeister. Wahnsinn. Ihr habt in den vergangenen Jahren irgendwie es geschafft, euren Berufsstand weltweit zu einem Vorzeigeberuf zu machen, nämlich für Österreich und Österreich in ein so tolles Licht zu setzen, dass die ganze Welt weiß, die wissen, wie es geht. Wer bist du? Wann wurdest du Weltmeister? Was machst du jetzt? Gib mir mal ein bisschen Auskunft über dich. Du kannst alles in einen Satz packen, der kann 50 Sekunden dauern. Ich bin Schroller Sascha,
haben nach der Kapelle gelernt, Weltmeisterschaft 2014 gehabt und arbeite dort weiter. Du arbeitest nach wie vor in diesem Beruf? Ja. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Ich stelle dann nachher noch eine Frage zur Jurierung. Wer bist du und so weiter, dasselbe. Ja, ich bin der Simon und ich habe mit Sascha zusammen 2014 bei der Weltmeisterschaft gewerkt und habe die Masern gehabt, dass mich da Sascha ausgerissen hat. Also. Okay, jetzt habe ich nichts verstanden. Ja. Wer hat wen hingerissen? Nein, der Sascha. Sascha und ich haben miteinander gewerkt bei der Weltmeisterschaft in okay. Bukarest. Und ihr seid 2014 beide Weltmeister geworden? Genau, miteinander. Okay. Genau gleich die Punktezahl. Ja, wir haben miteinander gewerkt. Ach so. Das ist mein Zweierteam. Als Team. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich bin eh schon weggestanden, weil ich auf der Leitung war. Oder? So, wer bist du? Grüß euch, ich bin der Christian. Ich war 2012 bei der Weltmeisterschaft in Schweiz, in Luzern. Auch mit dem Vorarlberger. Okay. Und wir haben dort Vize-Weltmeister geworden. Gut. Jetzt sag einmal, wie war, übrigens muss ich schon einflechten, die drei Weltmeister, die Jugendlichen, als Jury einzusetzen und nicht die ewig, den Satz mache ich jetzt nicht fertig, aber das war schon auch ein bisschen mutig und die wissen, die sind am Nabel, die haben das alles miterlebt, die haben gewusst, was Zehntelmillimeter sind in dieser Arbeit, die haben es erlebt und die haben heute auch gemessen und ich sage Ihnen, die haben bis fast 5:30 gemessen, bis sie sich einig waren, wer dann tatsächlich der Sieger war. Ich habe gesagt, macht einmal vorwärts jetzt, das muss jetzt irgendwann einmal ein Ergebnis geben. Aber sie wollten es auch wirklich ganz genau hinüberbringen. Wie war für dich die Arbeit heute? Ja, es war voll interessant, um auf der anderen Seite zu sein und es sind die meisten sehr am Limit gewesen und es sind sehr gute Arbeiten entstanden. Und um 5:30 haben wir schon ein Bier getrunken. Okay, gut, das geht in Ordnung. Du kannst jetzt sagen, ja, das war so oder wie auch immer. Wie hast du es gesehen? Ja, es war mal eine coole Geschichte, das Ganze, wie gesagt, von anderen Seiten zu sehen. Und auch wie die Lehrlinge schwitzen und fleißig sind und was eigentlich zustande bringen, wenn sie nervös sind. Und du würdest jetzt sagen, ganz, ganz großes Lob all denen, die heute mit da waren. Ja, genau. Super gemacht. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, ich schließe mir an und ich muss sagen, das Niveau ist schon ziemlich hoch gewesen. Es ist Kopf an Kopf rein gewesen bis zum Schluss. Und das wird man auch zeigen, was es gemacht hat. Also, wir fassen es so zusammen. Ich habe euch ja gesehen jetzt bei der Auswertung. Es ist, um es ganz jugendlich zu sagen, arschknapp ausgegangen. Auf jeden Fall. Und zwar vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten und vom dritten sogar zum vierten. Es war, ja, ein Millimeterrennen. Ja. Ah, ja. Sie haben gehört? Ja. Es war so. Dann sage ich euch jetzt, danke für eure Arbeit. Ihr habt das toll gemacht. Danke, danke, dass du mit dabei warst. Du bleibst bitte bei uns, weil wir übergeben dann noch die Preise. Und ihr kriegt euren verdienten Applaus noch einmal. Danke, danke. So, jetzt brauchen wir auch die beiden Damen von der Wirtschaftskammer, die dann die Preise auf die Bühne bringen. Aber vorerst kommen jetzt bitte einmal auf diese Seite die 11 Dachdecker, die heute am Bewerb teilgenommen haben. Bitte schön, macht da einfach eine flotte Reihe. Und das Publikum schaut einmal genau hin und schätzt, wer aus welchem Bundesland kommt. Spannend. 17 sollten sein, 16 werden da sein. Auf dieser Seite jetzt, ihr müsst noch ein bisschen weiter hinüber da, bis zur Mitte, dass sich das dann ausgeht. Und ein bisschen enger zusammenstehen, ja, wunderbar. Und jetzt kommen bitte die Schwengler. 16 müssen jetzt auf dieser Seite stehen.
Auch absolut spannend. Einem ist schlecht geworden. Hoffentlich ist das nicht der Sieger, oder? Aha. Also er hat gerade gesagt, einer fehlt jetzt, dem geht es nicht allzu gut. Werden wir mal evaluieren. Sind wir dann gespannt, ob der nicht bei den Vordersten mit dabei ist. So, ich gehe jetzt mit dem Mikrofon durch. Ihr sagt ganz kurz, wer ihr seid, aus welchem Bundesland ihr kommt und was eure Frauen zu Hause machen. Nein, das lassen wir weg. Nein, einfach einmal, wer ihr seid und welches Bundesland. Vielleicht ein Satz, wie es euch gefallen hat. Aber das muss wirklich zack, zack, zack gehen. Ich bin der Martin aus der Steiermark und mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin der Valentin aus der Steiermark und meine Frau strickt daheim. Okay. Der kommt einmal im Anzug daher, mein Lieber, du. Ich bin der Florian aus Salzburg und mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin der Bernhard aus Niederösterreich und es hat gepasst. Ich bin der Lukas aus Salzburg und es war eine super Veranstaltung. Wenn ich Haare hätte, ich hätte solche wie du. Warum hast du einen Hut auf? Zeig einmal, was du darunter hast. Das ist sauber, du. Dann nimm doch den Hut ab auf der Bühne. Ja, schaust gut aus, du. Wer bist du? Ich bin der Philipp und komme aus Kärnten. Das war ein schönes Erlebnis. Nein, der Kärntner Bauer. Leilei. Ja, ich bin Tobias, komme von da und war ganz gut. Das ist eine zweite Chance. Ja, und Tobias komme immer noch von da und das war brutal super. Bist du? Ich mache das jetzt seit ungefähr 30 Jahren und ich weiß, diese Jugend hat viel mehr drauf, als man ihr zumutet. Okay. Julian, komm auf da und super gsi. Ja, bin der Matthias, komm aus Oberösterreich und bin der hübsche Schnösel. Ja, bist du. Kannst du einen Schritt vorgehen? Du, mein Lieber, du. Ich bin der Michael aus Oberösterreich und eine super Veranstaltung da. Ich bin der Temo und komme aus Niederösterreich. Gut, das sieht man auch. Ja. Also, okay. Oder? Oder? Ist doch klar. Gut, ihr habt euch wahrscheinlich alle schon was überlegt, oder? Wie es jetzt weitergeht. Aber ich hoffe, ihr habt auch so einen guten Schmäh wie die Dachdecker. Ja, also ich bin der Tobias aus Vorarlberg und ja, es war ganz okay. Ich bin Andreas Bechtold von Vorarlberg und mir hat es eigentlich super gefallen. Gut. Ich bin der Marc aus der Steiermark von der Seiwitz KG und die Frau schläft daheim. Lass mal die Finger anschauen. Ja, du weißt noch eine Weile brauchen, bis du eine Frau hast. Du. Ich bin der Franz aus Oberösterreich und mir hat es auch hübsch da, schön taugt. Ja. Was hat dir denn am besten gefallen, Franz? Ja, das Werkstück. Schon? Okay. Ich bin der Daniel aus Oberösterreich. Mir das hat voll passt. Gut. Ich bin der Lukas aus Niederösterreich und ich hoffe, meine Frau geht daheim nicht fremd. Ja, hast du gesagt Frau oder Freundin? Freundin. Eben. Ich bin der Lukas von Österreich. Ich müsste sich einmal ein Kaiserbier und ein Wieselbierbier zuschaffen, aber sonst ist da ganz leibend. Das kann man doch gar nicht trinken, wie du jetzt gesagt hast. Du. Na bitte. Also ich bin ja oft in der Gegend. Du. Bin ich froh, dass es da ein gescheites Bier gibt. Ich bin der Dominik aus Salzburg und ich finde es voll geil, was es für eine Veranstaltung für die Lehrlinge veranstaltet. Dankeschön. Voll geil! Dass man dich auch hört. Ich bin der Martin, komme aus Kärnten und die Veranstaltung war schon gut. Ich bin der Pater, komme aus Kärnten und fische Kölnerin und hab's nicht. Okay, könntest du das bitte für mich noch einmal übersetzen? Was war der letzte Part? Fische Kölnerin und hab's. Ach, Fische Kölnerin, jetzt aber. Also, deshalb habe ich sie aufmarschieren lassen vor euch gut, vorher. Okay. Mein Lieber, du. Gut gestylt. Hey, ich bin der Alex, ich komme aus Tirol. Ich war ganz bärig. Bärig? Ich bin der Christian aus Salzburg und es war eine super Veranstaltung. Ich bin der Baumann-Wasti aus Tirol, Schrägstrich Bayern und es war Berg.
Okay, du musst das Zeug hertragen und er sagt, wie es geht, gell, wenn man euch so nebeneinander sieht. Komm mal ein Stückchen vor, damit du nicht da hinter dem Stuhl stehst, dass sie alle sehen. Ich bin der Armin aus der Steiermark und ein Riesenlob an den Veranstalter. Danke, danke. Du zeigst jetzt einmal, was du für eine Frisur hast. Ja, das geht doch. Nein, aber das musst du nicht verstecken, das musst du nicht mehr verstecken. Das geht gut so. Ihr wisst, das sind edle Leute da unten. Ich bin der Patrick aus Wien und das war Leiwand. Eh klar. Herr Schurl. So, jetzt werden wir etwas ganz Besonderes veranstalten, aber ich brauche noch jemand, der diese Preise mit übergibt, nämlich aus Vorarlberg, den Martin Meusburger, der unheimlich viel für diese Lehrlinge tut, dem man sagt, er sei der Meistermacher. Nicht nur in Vorarlberg, sondern österreichweit. Lieber Martin, komm bitte zur Preisverteilung auf die Bühne. Also, ich habe viel, viel, viel Gutes gehört und über dich vor allem das Allerbeste. Schön, dass du da bist. Jetzt machen wir die ganze Geschichte ein bisschen spannend. Ich würde jetzt einmal bitten, dass da aus eurer Crew bis daher drei Leute vortreten, die glauben, sie seien unter den besten drei. Das ist ein Wahnsinn, hörst du. Es geht keiner. Nein, das muss jeder selber wissen. Wer traut sich zu, dass er unter den besten drei. Okay, schauen wir mal, ob die mutiger sind. Wer von euch traut sich zu, der möge einen Schritt nach vorne kommen. Okay, also. Machen wir mal ein. Nein, nur einen Schritt nach vorne. Ich hoffe, dass du dann bei den dreien dabei bist, dass du stehen bleiben kannst. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Aber, also, die Herrschaften sind sich natürlich nicht sicher. Jeder weiß, dass er gut gearbeitet hat, aber was die Jury dann daraus gemacht hat, das wollen wir Ihnen jetzt sagen. Wir beginnen bei euch. Die viert geworden sind, und das sind alle die nicht bei den besten drei sind, die werde ich jetzt dem Alphabet nach und nicht irgendeiner Reihung nach vorlesen, damit unsere Leute, die die Preise übergeben, auch wissen, wer das ist, kommt ihr dann einfach einen Schritt nach vorne. Jetzt muss ich ganz kurz noch diese Listen holen. Entschuldigung, vor lauter viel Show habe ich die noch liegen gelassen. Danke, danke, danke. Die Technik in diesem Hause, die ist sowas von sensationell. Also, bei den Dachdeckern nicht unter den ersten drei, aber auf jeden Fall am vierten Platz, Julian Ammann aus Vorarlberg. A wie Ammann. Einen Schritt vor, bitteschön. Nur einen Schritt und dann kriegst du. So, jetzt müsst ihr kommen und übergeben. Das muss jetzt ein bisschen schneller gehen, damit ihr dorthin kommt. Die Pressefotografin ist da. Wir werden das alles genauestens festhalten im Bild. Und dann die Nummer 2, wenn wir A, B, C, D, E, bleibe ich bei F stehen. Michael Feilmeier aus Oberösterreich. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sind wir beim K angelangt und da ist Philipp Katzian. Bleib einfach da, die kommen zu dir. So, bitte weiterbringen. Ich habe gesagt, er soll immer stehen bleiben. Du kannst dich nicht vor die anderen hinstellen, vielleicht dann in der Mitte. Dann sind wir nach wie vor beim K. Und das ist Martin Kein. Applaus
Jetzt habe ich das H, glaube ich, übersehen und damit darf ich jetzt bitten, Florian Hofer. Und dann sind wir schon beim M und begrüßen ebenfalls als Vierten in dieser Rangordnung Matzer Valentin. Und das M, du bleibst einfach bitte auf der Bühne. Magst nicht. Wir machen da noch Fotos. So, ja. Mistelbauer Bernhard. Und inzwischen sind wir bei MNO. Otgon Bayer Temulin. So, und damit wir die Sache jetzt wirklich ganz spannend machen, treten jetzt bitte die drei, die noch nicht genannt wurden, zwei Schritte vor. Jetzt könnt ihr euch langsam ausdenken, wo ihr gelandet seid, während ich da weitermache. Ich schaue nur immer, ob Ihnen schon der Schweiß von der Stirn rinnt. Gut, selbiges haben wir auf dieser Stelle. A gibt es nicht, B wie Baumann Sebastian. Herzliche Gratulation. Und alle, die ich jetzt nenne, bis auf die letzten drei, sind eben im vierten Rang. Wir wollen da nicht unterscheiden und auch die Punktezahl wird nicht bekannt gegeben. Gratulation an Daniel Bürscher. A, B, C, D, E, F, G. In diesem Fall Gunschnick Martin. Das ist eine ganz tolle Geschichte, liebe Gäste, dass Sie bei jedem gleich stark applaudieren. Sie waren auch alle ganz hervorragend. Wir sind beim H. Holzinger Franz. H-I-J-K. Und da ist es der Kolbauer Dominik, dem wir gratulieren. Und auch noch im K. der Großmoser Lukas aus Niederösterreich. Wer das Alphabet mitgelernt hat, der ist jetzt beim L nach dem K und das ist Laubichler Christian. Jetzt machen wir lassen wir ein paar Buchstaben auf und sind dann beim S. Und wir gratulieren Schnetzinger Lukas, grundsätzlich einmal schon vom Land gesendet geworden zu sein. Und ebenfalls, es ist Sebeck Patrick. Und ein drittes S haben wir anzubieten, das ist Sturm Patrick. Der nächste Buchstabe im Alphabet ist das T. Tödling Armin. Jetzt nähern wir uns im Alphabet schon den letzten Buchstaben, das W wie Wastel Tobias. Bitte? Ich bin zu früh. Okay, ja, du, soll man was singen? Nein, danke.
Okay. Bin nicht so gut im Singen. Bist nicht so gut im Singen. Gut, dann warten wir einfach ein bisschen, das ist kein Problem. Aber es ist für die, die jetzt da noch drinstehen, schon jedes Mal so ein, komme ich jetzt dran? Nein, überstanden. Wow, jetzt bin ich schon unter den letzten vier. Wer bleibt stehen und wer kommt nach vorne? In diesem Fall ist der Wastl jetzt da gewesen. Dann haben wir den Zoric Marco mit dem Z noch da. Ah, das ist der krank ist, dem es nicht so gut geht. Das ist okay so. In diesem Falle bleiben drei übrig, die bitte einen Schritt nach vorne kommen. Krause Hollaus Bechtold. Ja, stellt euch ein bisschen zusammen. So. Sollen wir Karten ziehen? Sollen wir löseln? Nein, wir wissen natürlich jetzt, wer welchen Preis gewonnen hat. Aber da muss ich euch jetzt noch einmal bitten, mir die drei Sieger zu zeigen, weil ich gesagt habe, ich will bis zum Schluss nicht wissen, wer gewonnen hat, damit mich auch niemand löchern kann. Zeigt einmal bitte noch einmal die drei Urkunden. 3, 2, 1 und dann beginne ich bei 3. Den dritten Platz im Lehrberuf, nein, jetzt sind wir die Spengler, ich hätte gern die Dachdecker. Gut, wir bringen das schon gemeinsam hin. Den dritten Platz der Dachdecker hat erreicht und er kriegt dafür auch den tobenden Applaus. Tobias Hackspiel. Jetzt lasse ich die zwei da noch ein bisschen schmoren. Denn jetzt wollen wir kurz einmal zeigen, was du da kriegst. Auch ganz kurz, halt das einmal ein bisschen in die Höhe. Was hat es da mit der Tradition auf sich? Das ist der Schieferhammer. Ja, das ist das traditionelle Werkzeug des Dachdeckers. Und den haben wir da natürlich in Bronze. Okay. Und was übergibst du jetzt da noch? Da gibt es noch irgendetwas dazu. Darf ich das einmal kurz in die Höhe halten? Ja, das ist einmal ein Maria-Theresien-Taler von der Bundesinnung. Ja, dann gibt es auch da noch drinnen in der Urkunde gibt es einen Bildungscheck vom Wifi, in jedem Wifi zum Einlösen. Und dann gibt es noch, warte mal, wir noch schauen, da gibt es noch ein neues Haus, glaube ich. Ja, es gibt von der WKO, gibt es auch noch einen Geldpreis. Da müsst ihr nachher das bitte bestätigen, dass das Geld da drin ist und dass es gekriegt hat. Das werden wir nachher machen, gell? Das ist in Österreich wichtig, nicht, dass das nach Israel kommt. Ja, da müssen wir schon dazu schauen. Gut, ich brauche dann nachher, wenn die drei, alle drei auf der Bühne stehen, noch die Sponsoren, die ebenfalls noch Preise übergeben. Nicht vergessen, dass die dann bitte auch auf die Bühne kommen, die drei Sponsoren, die etwas vorbereitet haben. So, jetzt schauen wir, warte mal, wer ist jetzt der Zweite? Blöderweise weiß der Erste dann auch, dass er Erste ist, wenn ich jetzt den Zweiten sage, oder? Wer glaubt denn von euch, dass er der Sieger ist? Herrschaft nochmal, ich muss das jetzt sagen. Wollt ihr es hören? Also, den zweiten Platz und die Silbermedaille auf diesem berühmten Schnockerl hat erreicht bei den Dachdeckern Matthias Küberger. Ja, und damit steht der erste Platz auch fix. Wir gratulieren dir natürlich auch ganz gewaltig. Lukas Klausner! Herzliche Gratulation! So, die Sponsoren bitte, die ihre Preise übergeben möchten. Sika Amann war, glaube ich,
Ich habe die Liste jetzt nicht mehr. Roman, kannst du mir da vielleicht helfen? Die Sponsoren, die noch etwas übergeben an unsere Sieger, die möchten bitte jetzt das auch tun und können auch einen Satz noch übers Mikrofon sagen, wenn sie das möchten. Ich will. Guten Abend. Ich begrüße euch alle im Namen der Sieger. Gratuliere euch recht herzlich. Wir wollen an diesem Abend den typischen Vorarlberger Satz mal beiseite lassen und sagen, nüt gseht ist nur gelobert. Ich glaube, die drei haben einen tosenden Applaus verdient. Wir als Marktführer in Österreich in diesem Bereich sind auch gerne bereit, hier unter die Arme zu greifen, die jungen Leute zu unterstützen, auch in ihrer weiteren Entwicklung. Ich erinnere nur daran, dass der Peter Amann gemeinsam mit dem Herrn Meusburger auch das Weltmeisterschaftsteam dementsprechend betreut. Und wir sind natürlich gespannt darauf, ob aus eurer Mitte zukünftige Weltmeister entstehen. Danke. So, was gibt's denn? Was wird gegeben? Wir wollen im Rahmen unserer Bildungsakademie den Teilnehmern und Siegern natürlich eine Weiterbildung ermöglichen. Wir haben einen Bildungsbeauftragten, wir haben verschiedene Module anzubieten und wir gratulieren den dementsprechenden ersten dreien zu ihrem Erfolg und wollen Ihnen hier quasi einen Scheck überreichen, der Sie ermöglicht, auch weiterhin das Beste zu geben und auch weiterhin ein lebenlanges Lernen ermöglichen. Okay, da steht auf allen dreien die gleiche Zahl. Nein. Also eben, wollen wir ja. Gut, dann bitte aussuchen, wer die Leute sind, die das auch bekommen. Gibt es noch jemand, der was übergeben wollte? Gut, dann haben wir einmal die Sieger bei den Dachdeckern. Ihr bleibt einfach, bitte dann, ihr geht wieder bitte zurück. Oder gibt es noch Fotos oder was? Nein. So, dann schauen wir, wer die drei sind, die jetzt da vorne stehen und wer es geschafft hat. Geht's noch? Geht gut. Okay. Also, den dritten Platz bei den Spenglern erreicht Marc Krause. Der zweite Platz geht nach Tirol an Alexander Hollaus. Und damit steht der Sieger fest. Er kommt zufälligerweise aus Vorarlberg, Andreas Bechtold. Jetzt gibt es wahrscheinlich diese Schecks auch noch einmal. Oder noch andere Preise? Nein? Aha, okay, der Chef, der ja, schau mal an. Sagst du nochmal die gleichen Sätze oder hast du es schon getan? Soll ich mir was Neues einfallen lassen? Nein, ich sage noch einmal Danke natürlich auch an die Spengler und wünsche Ihnen auch alles Gute. Sage auch Danke an das Publikum und danke auch für das hohe Ausbildungsniveau, das erforderlich ist, um Produkte aus unserem Bereich als Lieferanten zu verarbeiten. Ja, danke auch an Sieger. So, jetzt würde ich euch bitten, dass ihr da ein bisschen weiter hervorsteht für das Gruppenfoto. Kommt ein bisschen weiter vor da. Die drei Sieger ganz vorne, die anderen gruppieren sich dahinter hin. So, wunderbar. Wir müssen einfach für alle schöne Bilder zusammenbringen. Das ist man den Fotografen auch schuldig. Junge Leute, würdet ihr dann bitte da ein bisschen nach vorne stehen? Gut, das muss einfach sein. So viel Zeit ist immer. Schön. Jetzt kommt ein bisschen weiter vor, bis da bitte. Und ihr schließt auf bitte den Kreis da. Die Wichtigen bitte in die Mitte da. Kommt, ihr Übergeber.
Roman als Veranstalter, bitte noch einmal auf die Bühne. Und jetzt weiß ich es nicht ganz genau, aber ich arbeite in diesem Haus des Öfteren. Und wenn solche Veranstaltungen stattfinden, dann ist das hervorragende Technikteam des Festspielhauses meistens mit einer Überraschung parat. Schauen wir mal, ob das dann auch heute so ist oder ob ich jetzt die Schlussgeschichte lösen muss. So, und jetzt möchte ich gerne ein stehendes Publikum sehen. Standing Ovations für unsere Jugend. Das erlebt ihr nicht jeden Tag. Macht es noch einmal. Wer war das? Aufhören. Sie haben gut gegessen. Das geht noch ein bisschen. Die Champions! Wir gratulieren! Sensationell! Eine Wahnsinnsleistung einer ganz tollen Jugend und hervorragenden zukünftigen Handwerkern. Vielen Dank. Jetzt darf ich euch bitten, euch kurz hinzusetzen und wir machen dann später nochmal Gruppenfotos. Aber bitte jetzt alle kurz auf die Plätze hinsetzen. Wir haben noch eine kurze Show. Und dann könnt ihr dann nachher noch einmal die Sau rauslassen. Kurz Platz nehmen. Danke, liebes Festspielhaus. Es wird natürlich da unten gratuliert, während auf der Bühne kurz sauber gemacht werden muss. Da haben wir extra drei Leute angestellt. Die haben wir extra aus Berlin einfliegen lassen, die Arbeiter. Sagt ihr mir, wenn ihr so weit seid? Ja. Ja, liebe Gäste, jetzt habe ich eine allerletzte Bitte von der Bühne her. Drehen Sie Ihren Stuhl ein bisschen um, dass Sie alle Richtung Bühne sitzen. Super, es kann gleich gefeiert werden und zwar richtig. Wir haben extra eine Bar aufgebaut für euch. Aber setzt euch jetzt kurz hin und Sie alle drehen den Stuhl so, dass Sie zur Bühne sitzen können, die Beine übereinander schlagen, kurz zurücklehnen und dann werde ich die Besen da irgendwie abnehmen oder wie macht man denn das? Ach was, ich überlasse ich jetzt einfach dem Publikum. Okay? Los geht's. Das beste Publikum, das ich je hatte. You left me. You.
Sie sind der Meinung, das war? So, bleib ganz kurz noch da. Das war auch eine Aufgabe, den früheren Weltmeistern im Breakdance, auch Weltmeister, zu sagen, wie können wir Teamarbeit auch weitergeben? Jeder einzelne von euch ist ein Individualist. Natürlich muss auch so sein. Aber irgendwann müsst ihr auch zusammenarbeiten, damit dieses Dach, damit diese Arbeit auch perfekt wird. Und das haben sie immer wieder zwischendurch gezeigt, wie sie sich aufeinander verlassen können müssen. Wenn der eine hochspringt, der andere hält ihn auf. Und er muss ihn halten, sonst funktioniert es nicht. Ich freue mich, dass ich diese drei jungen Menschen aus Berlin hierher holen durfte. Dankeschön, weiterhin euch viel Erfolg mit all den Unternehmungen, die ihr habt. Sie sind total variabel, die machen Musik, die können den ganzen Abend allein gestalten. Aber sie zeigen auch, dass sie tolle Artisten sind und vor allem, sie sind irrsinnige Menschen. Dankeschön. DLCS, danke. Thanks for coming. All the best for you. Thank you. Servus. Euer Applaus. Mir bleibt jetzt vor allem Dankeschön zu sagen. Vielleicht noch ganz kurz, damit man es auch einmal gehört hat. Mein Name ist Heinz Wendel. Ich bin nur zum Glück auf der Welt und ich habe den schönsten Beruf, den man sich überhaupt ausdenken kann, wenn ich Menschen ein bisschen unterhalten darf. Und seit mehr als 30 Jahren bin ich auch für diese Jugend unterwegs in ganz Österreich, um ihnen tolle Veranstaltungen bieten zu dürfen. Das ist mir ein wahnsinniges Anliegen, damit dieses leisten, auch dann im Mittelpunkt stehen. Und ich denke, das hat Vorarlberg heute auch gebührend gezeigt. Wolfgang Frank steht bereits wieder bereit. Er wird euch jetzt einheizen, solange ihr wollt. Wenn jemand tanzen will, da vorne ist genügend Platz. Dort hinten wird die Bar eröffnet und dort hinten gibt es jetzt Süßigkeiten bis zum Morgengrauen. Wir haben völlig ohne Kalorien Schokolade und Creme aufgebaut. Nehmen Sie so viel Sie möchten, fühlen Sie sich wohl, helfen Sie einander gegenseitig, applaudieren Sie sich und sagen Sie sich schöne Worte. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen heute zusammen sein durfte, sagt der Technik des Hauses. Wieder einmal herzlichen Dank, ihr wart perfekt. Auch Ländle TV für die Übertragungen. Allen, die mitgeholfen haben im Hintergrund. Servus, bis zum nächsten Mal. Tolle Jugend.
true. You know that I'd be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Well, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Das kann der Wolfgang auch. Ich habe vergessen, die Jugendlichen sollten noch einmal ganz kurz zur Fotografin kommen, zur Stiege. Es gibt noch einzelne Fotos, die ihr später auch alle bekommt. Also, wenn ihr Fotos wollt mit den Projekten, mit den Gewinngeschichten, bitte da zur Bühne kommen. Wenn jemand nicht mehr will, in Gottes Namen, aber es steht allen frei, die hier sich noch einmal fotografieren zu lassen. Sorry. Danke. You're right. You know that I wouldn't be your true. You know that I wouldn't be a liar if I was to say to you, your girl be good and get much higher. Well, come on, baby, light my fire. Come, baby, light my fire. Try to say tonight on fire. To hesitate through the town of water and admire. Try now, we can only lose our love, become a funeral pyre. Well, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. You try to set the night on fire. Oh, yeah. Light my fire. Come on, baby, light my fire. You try to say the night on fire. To tell you how to change the truth. To tell you what to win that fire.